In diesem Video-Tutorial werde ich erläutern, wie man aus den frei zugänglichen OpenStreetMap-Daten mit wenigen Mausklicks diesen vektorbasierten Schwarzplan mit Hervorhebung des Projektes, um das es sich handelt, dass man also auf das dem das Interesse liegt, herstellen kann. Benutzen werde ich dafür Illustrator als Bearbeitungsprogramm und zunächst aber zeigen, wie diese OpenStreetMap-Daten zu einer in Illustrator bearbeitbaren Datei werden. Dazu ist es wichtig, dass man auf die Webadresse openstreetmap.org geht, damit dann Export- bzw. bearbeitbare Datensätze angezeigt bekommt und sich in den geeigneten Ausschnitt, in dem Fall ist das hier Erfurt, vorarbeitet. Das kriegen Sie alle selbstständig hin, das habe ich jetzt hier schon mal vorkonfiguriert. Und das Einzige, was Sie dann tun müssen, ist, über diesen Teilen-Button am rechten Menürand das Format, ich habe jetzt hier schon mal PDF voreingestellt und den Maßstab, in dem Fall 5000, anzuwählen und dann diese Datei oder diesen Ausschnitt in einer PDF-Datei herunterzuladen. So, Sie sehen jetzt, das wird geladen. Ich kürze den Vorgang jetzt mal ab, gehe in Illustrator. Hier sehen wir jetzt auch nochmal, dass dieser Ausschnitt jetzt als PDF vorliegt. Und wenn ich jetzt in das Programm Adobe Illustrator wechsle, habe ich die Möglichkeit, ich mache das mal zu hier. So, neue Datei. Oder am besten gleich öffnen. Okay, so, hier haben wir jetzt also unseren Kartenausschnitt als PDF in Illustrator geöffnet und demzufolge können wir hier mit ein paar sinnvollen Funktionen, die das Programm hat, mit wenigen Mausklicks diesen Schwarzplan erzeugen. Der Hauptaspekt, den wir hier nutzen werden, ist die Funktion Gleiches auswählen. Denn wenn ich hier ein Haus anwähle, ich mache das mal, bekomme ich zunächst die Gruppe, in der alle Objekte zusammengefasst sind, als Ganzes angezeigt. Diese Gruppe löse ich auf, rechte Maustaste. Gruppierung aufheben. Zack, so, das ist passiert. Wenn ich das jetzt deaktiviere, sehe ich beim nächsten Klick auf die Objekte, dass hier alle Objekte einzeln anwählbar sind. Wenn man sich mal die Ebenenstruktur anschaut, wird sehr schnell klar, dass ich mit diesen Informationen hier drin, in denen quasi alle Häuser einzeln abgelegt sind, nicht so weit komme, weil diese Ebenen einfach es hier sehr mühsam wäre, das auszuwählen. Vielmehr werde ich also die Funktion Gleiches auswählen. Die Farbe ist ja überall identisch.
nutzen. Und das demonstriere ich jetzt mal. Ich sage Gleiches auswählen, Fläche und Kontur. Alle Gebäude, die also die gleiche Konturfarbe bzw. die gleiche Füllfläche haben, werden jetzt ausgewählt. Sie sehen, es sind eigentlich keine übrig. Es passt also perfekt. Und diese Daten, die jetzt aktiv sind, nehme ich in den Zwischenspeicher, kopieren. Dann schalte ich die Ebene aus. Lege eine neue Ebene an, bestätige ich kurz und sage jetzt an Originalposition einfügen. Wir sehen jetzt, dass hier die Konturen aller Gebäude eingefügt sind. Habe wieder alle aktiviert. Und um jetzt da einen Schwarzplan draus zu machen, gehe ich wie folgt vor. Ich habe mir hier die Farbhilfe als Palette angeschaltet, die Farbfelder. Und jetzt ziehe ich mir hier das Schwarz und ein Grau hinein. Damit stehen diese Farben für die weiteren Bearbeitungsschritte, nämlich Ändern der Konturfarbe in Schwarz, ändern der Fülloption von leer in gefüllt zur Verfügung und der Schwarzplan ist damit schon fertig. Die Gebäude, um die es sich handelt, ich will hier mal etwas einzoomen. So. Die Gebäude, um die es sich handelt, aktiviere ich jetzt hier mit gedrückter Shift-Taste. Und werde die mit dem vorhin gewählten Grau füllen. Ja. Damit sind die jetzt sehr gut erkennbar und trotzdem verliert sich dieser Eindruck des Schwarzplans nicht. Was ich noch empfehle, ist markante topografische oder stadträumlich wirksame Freiraumelemente mit zu ergänzen. In dem Fall ist das hier dieser für Erfurt ganz typische Flusslauf der Gera. Dazu wechsle ich wieder in die Ebene mit allen Informationen und picke mir jetzt hier den Fluss mit seinen Verzweigungen heraus. Wir sehen, das ist ein eigenes Polygon. Im weiteren Verlauf hier drückte Shift-Taste, da und hier sowie hier oben besteht der Flusslauf nur noch aus unterschiedlich dicken Linien. Das ist typisch für OpenStreetMap-Daten, reicht aber für unseren Zweck völlig aus. Diese Daten kopiere ich mir auch. Kopieren, wechsle wieder die Ebene und füge sie in meinem Schwarzplan ein. Wieder an Originalposition einfügen. Sie sehen, die liegen jetzt oben drauf. Rechte Maustaste anordnen, ganz in den Hintergrund. Und damit geht also hier diese Krämerbrücke über den Fluss und der Fluss liegt nicht über der Krämerbrücke. Also jetzt ist der Plan perfekt. Und was wir hier sehr schön erkennen, ist, dass der Gebäudekomplex, um den es sich dreht, im mittelalterlichen Stadtkern von Erfurt liegt.
Wir können hier gründerzeitliche Stadtstrukturen erkennen. Wir können hier die Ringbebauung, die teilweise in Großplattenbauweise erstellt wurde, können wir erkennen. Das alles kann man aus diesen Schwarzplaninformationen herauslesen. Wir sehen, dass die neue Bebauung sich in diese mittelalterliche Stadtstruktur sehr gut einfügt. Typische Räume für diese Stadtstruktur bildet. Das alles kann man aus dem Schwarzplan lesen. Dafür wird der gemacht. Und Sie haben gesehen, dass das mit wenigen Mausklicks in sehr, sehr überschaubarer Zeit perfekt realisierbar ist.